Hey, Will Pressman und willkommen zurück zu Lego Star Wars, die komplette Saga. Wir spielen das vierte Kapitel. Episode 4. Eine neue Hoffnung. Kapitel 4. Rette die Prinzessin. Prinzessin Leia ist an Bord des Todessterns gefangen und weigert sich immer noch, dem bösen Darth Vader zu verraten, wo der Rebellenstützpunkt versteckt ist. Inzwischen haben Luke Skywalker und Obi-Wan Kenobi einen gewissen Han Solo beauftragt, sie zu Leias Heimatplaneten Alderaan zu fliegen. Sie entkommen den imperialen Truppen auf Tatooine und springen in den Hyperraum. Doch Alderaan ist verschwunden. Sein Volk wurde Opfer von Darth Vaders Ungeduld. Dort, wo der Planet früher einmal war, liegt nur noch der düstere Schatten des Todessterns. So. Wenn wir durch diese Tür gehen könnten, dann würden wir in der Dockbucht 327, war es, glaube ich. Ja, genau. 327 ankommen. Dort, wo der Todesstern hineingesogen wurde. Das war das, was ich in der am Ende der letzten Folge angesprochen hatte. Da ist die Dockbucht 94 auf Tatooine. Nachdem die Szene abgedreht war, zur Dockbucht 327 umgebaut wurde. Also das heißt, die Dockbucht auf Tatooine wurde einfach mal zu so einer imperialen Dockbucht aus dem Todesstern umgebaut. Finde ich auch total interessant eigentlich. Da haben wir nochmal eine gute Overview hier. Dockbucht 327. So. Finde ich eigentlich auch total interessant, wenn ich ehrlich bin. Und was noch viel interessanter oder was die ganze Sache noch viel interessanter macht, ist, dass die 327 eine, sagen wir mal, Zahl ist, die etwas häufiger als kleiner Running Gag vorkommt in den Star Wars Filmen, in allen sechs. Leider nicht in der deutschen Synchronisation, aber soweit ich weiß, auf jeden Fall in der englischen. Ich habe noch nicht alle Star Wars Teile auf Englisch gesehen. Aber die 327 ist eine Zahl, die halt ein bisschen häufiger vorkommt. Sie ist eine wiederkehrende Zahl in vielen Star Wars Werken. Zum Beispiel, also die kommt, ich kann euch ja mal sagen, wieso die dann vorkommt. So, ich habe hier meine Aufzeichnungen. So. Moment. Die Zahl 327. Okay. Oh, läuft. 10 Stück. Okay. Die Zahl 327 ist eine in... Ganz ruhig, Leute. Ist eine in verschiedenen Star Wars Werken wiederkehrende... Verdammt. Wiederkehrende Ziffernfolge. Nee, Zahl, Entschuldigung, Zahl. Zum Beispiel haben wir in Episode 1, in Episode 1, das Raumschiff, mit dem die Königin die ganze Zeit so hin und her fliegt und Obi-Wan und Qui-Gon Jinn und so, ist ein J-Typ 327 Nubien. Das zum Beispiel wäre einmal ein Beispiel für die 327. Oder Ayla Secura, ich glaube, als sie starb, hat sie die 327. Sternenkorps befehligt. Das fand ich auch noch relativ interessant. So, jetzt haben wir uns das Becken geholt. Ja, der Millennium Falcon wird ja durch den Todesstern halt in Dockbuch 327, das habe ich ja jetzt schon mehrmals erwähnt.
gezwungen. Oder im sechsten Teil zum Beispiel wird die Lambda-Fähre Tidirium, die sie kapern. Oh, Alter. Also diese Raumfähre wird vom Außenposten 327 gekapert. Das wird natürlich nicht in den Filmen gesagt, aber kommt halt so. Der Podrunner von... Nee, der Podrunner vom Piloten Dud Bolt zum Beispiel. Hier mal Foto für euch. Hier mal ein Foto für euch. Hier mal Foto für euch, das schwör dir. Oder besser gesagt Dud Bolt, oder wie auch immer der ausgesprochen werden mag, fuhr auf beim Podracer-Rennen einen Wilp Tyrene 327er Podrunner. Da haben wir schon wieder die 327. So, ich will jetzt die Konsole auch noch nicht aktivieren, ich muss mal eben noch ein bisschen gucken hier. Okay, so. Schicke Millennium Falcon da unten. Hier ist noch was für C-3PO. Haben wir den gerade? Ja, haben wir. Als Luke... Oh, Päckchen. Als Luke auf Hoth, oder Hoth, heißt es ja im Deutschen, fast erfriert, stehen nach C-3PO's Aussagen seine Überlebenschancen 327:1. Gut. Also, oh cool, jetzt sind wir Han Solo. Können wir die schon erschießen haben? Nein, können wir nicht, schade. Okay, erstmal Ben Kenobi abschießen, läuft. So. Und die... Ach, Mausfrüge hier. Und zu guter Letzt noch die Klonjugendbrigade. Nein, in der Klonjugendbrigade. Ich glaube, es wird in den Filmen auch nicht direkt gesagt. Also erst recht, also da wird sowieso nicht gesagt. Aber ich glaube, das kann man auch nicht so aus den Filmen irgendwie erfahren. Das kommt, glaube ich, in The Clone Wars vor. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls in dieser Brigade hatte sich Boba Fett als Kadett 327 ausgegeben. So, und das gleiche zum Beispiel ist auch nochmal so eine wiederkehrende Zahl ist zum Beispiel auch 1138, also 1138. Und zwar ist das ein Insider, der, besser gesagt, das ist eine Hommage an, also eine Anlehnung an George Lucas' filmisches, also an seinen ersten Film, der wirklich in Spielfilmlänge war, mit dem Namen THX1138. Und dass diese Zahl halt so oft vorkommt, ist so eine Art... Ja. So. Und dass diese Zahl halt so oft vorkommt, ist so eine Art Running Gag in vielen Werken des Star Wars Universums. So. Zum Beispiel kann man, wenn man sogar mal genau hinguckt, in Episode 1 erkennen, dass der erste Kampfdroide, der vor Jar Jar Binks zusammenbricht, die Nummer 1138 auf dem Rücken hat. 3B3 1138. Wir haben hier noch so ein paar andere. Die ich jetzt gerade gar nicht alle besuchen kann. Also ich habe mir ganz, ganz viel dazu rausgeschrieben. Aber ich versuche euch mal nur so Sachen zu sagen, die man auch wirklich so in den Star Wars Filmen, also in den originalen Star Wars Filmen so mitbekommt. Also Episode 1 bis 6 und so. Schade. Comic-Geschichte, Moment, ich scroll mal eben kurz ein bisschen runter. So. Helikon. Als Lukas und so, ich will noch nicht. Hier. Zum Beispiel, das passt jetzt auch ganz gut eigentlich zu unserem
wie sage ich denn das mal? Ich sag mal vorgehen. Zu unserem Level, genau, zu unserem Level. Als Luke und Han Solo, also Luke und Han, in Episode 4. In Episode 4 die Prinzessin aus ihrer Zelle auf dem ersten Todesstern befreien, geben sie sich ja als Sturmtruppen aus. Das sehen wir ja hier schon. Und Chewbacca ist ja dann ihr Gefangener sozusagen. Und die versuchen halt Chewbacca da reinzuschmuggeln sozusagen und halt mit ihm und Leia wieder rauszukommen in dem Film. Und sie sagen, es sei eine Gefangenenüberführung aus Zellenblock 1138. So. So viel schon mal dazu. Und außerdem, das war jetzt so ein Enterhaken für Sturmtruppen, die könnten sich dann da so hochangeln und das war mehr nicht. So, ich suche mal eben weiter nach interessanten Infos für euch. Zum Beispiel in Das Imperium schlägt zurück, sagt General Rikan folgenden Satz. Schicken Sie Renegade 10 und 11 auf Station 3 bis 8. Wo dann halt auch wieder die 1138 ein bisschen aufgeteilt worden ist, aber immer noch präsent. Also sozusagen, also sie kommt halt trotzdem in den Film vor. So. Was hatten wir noch? So, das ist alles eigentlich gar nicht so richtig aus den Star Wars-Filmen, nur das, was ich bisher genannt hatte. Das ist nicht unbedingt viel. Was können wir hier machen? Sturmtruppe? Ah, gut. Hier geht's nicht weiter, okay. In Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, gibt es... Moment, hier geht's schon weiter mit dem Level, oder? Oh ja, geht's. In Episode 6, ich wollte euch nochmal zeigen, was hier hinten so gibt. Also, in die Rückkehr der Jedi-Ritter kapert sich ja, oder übernimmt Chewbacca ja diesen AT-ST am Ende in der Schlacht um Endor. Und dieser AT-ST, ich habe gerade nicht auf den Bildschirm geguckt, deswegen bin ich gerade runtergelaufen. Dieser AT-ST hat die Kennung. Oh, was ist denn das, ey? Also besaß die Kennung 1138. Hier brauchen wir R2D2. Und hier brauchen wir auch R2D2. Ja, geil. Hat sich überhaupt nicht gelohnt, wieder zurückzukommen. So. Was gibt's denn hier noch so für interessante Sachen? Okay, das hatte ich gerade mit der Kennung 1138 und so. Jedi Knight, Galactic Battle. In Episode 4. Das wird aber auch nicht direkt im Film gesagt, das habe ich mir letztes Mal angehört. Oder vielleicht in der Original, also hier mit Originaltext, so im Original, mit den Originalstimmen und so. Originalfassung, kann man ja mal sagen. Moment. Waren das. In Episode 4 landeten Leia, Chewbacca, Han Solo und Luke in dieser Müllpresse, nachdem sie aus dem Dings, nachdem sie vom Zellenblock geflüchtet sind. Und diese Müllpresse ist die Müllpresse 1138. Wer hätte es gedacht? So. Also Müllpresse 1138, schön. Und... Ach du Scheiße, Alter. Hier, alter Computerzentrum, wenn wir jetzt zugestellt sind. Läuft. So. Alter, ging mir grad viel kaputt. Cool. So, ja, das wär's eigentlich schon. Also es sind halt so wiederkehrende Zahlen in Star Wars, die 3, 2, 7, wobei ich nicht genau weiß, warum die jetzt ausgerechnet dabei ist. Das habe ich nicht gefunden. Und halt ansonsten die
Wir müssen nochmal eben zurück, um uns nochmal so einen Helm zu holen hier. Und ansonsten halt die 1138, die kehren halt wieder. Zum Beispiel gab es auch mal bei einer Star Wars Con na, da bin ich zu weit oben gerade. Ne, zu weit unten. Ich finde den Stichpunkt gerade nicht mehr. Ist ja auch egal. Konzentrieren wir uns lieber doch mal aufs Spiel. So, ich schalte mal eben wieder. So. Okay, 15 Minuten. So. Also ich fand es halt, wie gesagt, ganz interessant, dass diese Zahlen immer mal wieder so wiederkehren, dass es diese Insider gibt. Was auch interessant ist, ist, dass folgendes Geräusch, der sogenannte Wilhelm Scream, kommt in der Originalfassung in allen 6 Star Wars Filmen vor. In der deutschen Synchronisation kommt der... Ich weiß nicht genau, ob er jetzt in der Originaltrilogie vorkommt, aber er kommt definitiv in allen... in der kompletten Prequel-Trilogie, also in Episode 1, Episode 2 und Episode 3, da kommt er mindestens einmal in jedem Film vor. In Episode 1 zum Beispiel relativ zum Ende hin, kurz bevor sie auf Darth Maul treffen, in dem Hangar, da stirbt einer der Naboo-Jäger-Piloten und der hat dann diesen Wilhelm-Scream hier, den ich euch ja eben gezeigt habe, meinetwegen könnt ihr ihn hier nochmal haben. In Episode 3 stirbt am Anfang, oder relativ zu Anfang, ach verdammt, hier geht's auch schon weiter mit dem Level Mist, stirbt relativ zu Anfang ein Klon-Soldat in der Schlacht über Coruscant. Und der gibt halt auch einmal diesen Schrei von sich ab. In Episode 2 weiß ich jetzt leider nicht genau, wann das vorkommt, aber ich bin mir sicher, dass es vorkommt. Boah, das ist cool hier. Alter. Boah, es ist richtig schwer. Ich krieg nur einen Haufen Geld dafür, ist klar, Mann. Ja, geil, war Jedi toll. Da hätte ich jetzt auch noch ein bisschen mehr für kriegen können, ohne Spaß. So. Alter. Gut, ist aber auch schon ganz nett. Na, kommt her. Na? Das wollt ihr. Ach, bei dem geht das auch. Ich dachte, das geht nur bestimmt rum. Gut. Na, hier gibt's noch ein bisschen Kohle. Ja, geil. So. Gucken wir nochmal hier, was es hier so gibt. Auch noch ein bisschen Geld. Ja, okay. Wir sind gerade immer noch auf der Suche nach der Prinzessin. So. Okay, der scheint nicht mehr ganz lebendig zu sein. Jetzt erst recht nicht. Entschuldigung, Bro. Ach, komm schon, ey. So. Okay, ist sie auch nicht. Dann kann es ja nur noch eine von denen sein. Ich weiß nicht, welche. Natürlich ist es die genau nicht. Ich hätte auch mal noch einen Film gehen können, ja, so ist das nicht. Oh, so ein Zufall. So. Level abgeschlossen, Freispiel freigeschaltet.
Was? Wie habe ich denn das gerade alles geskippt? Entschuldigung, wollte ich nicht. 1 Million haben wir schon im letzten Level erreicht und ich habe es nicht gemerkt, ich Vollidiot. 1 Million! 78.480, Alter. Millionäre, Digga. Das wird natürlich der Millennium Falcon, das erkennt jeder. Jeder erkennt das. Wer es nicht erkannt hat, schämt euch. So. Das war's mal wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder. Oder bei anderen Let's Plays. Oder vielleicht sehen wir uns auch gar nicht wieder. Das hoffe ich nicht. Aber trotzdem. Haut raus, bis dann und ciao.